Hallo meine lieben Freunde des gepflegten LS19, willkommen hier zurück auf der Erzdorfer Heide mit dem lieben Florian. Hallo. Einen wunderschönen. Wo soll ich denn jetzt die Sämaschine hinpacken? Hier drüben, neben dem Winter. Noch Platz? Schwader. Okay, das Platz, ja. Ich drück die da mal rein, ne? Komm, rückwärts. Piep, piep. Okay. Kann mir irgendwas Licht einschalten? Ich weiß es nicht. Ah ja, da ist die Platz. Halle hat kein Licht. Dann rasch dich aber aus, du. Haben wir oben Lichtbalken bzw. irgendeine Lichtleiste? Wenn ja, dann haben wir Licht. Ach, wenn das nicht, ist schon an. Echt jetzt? Ah lol, Tatsache. Ja, man muss Licht aus. Ganz minimal. Ja. Ja, so ganz fein und süß. Beleuchtet. Jetzt hab ich so eine Umleuchte angemacht. So. Na, packen wir mal Steier da rein. Jetzt rennt er mir zwischen die Reifen rein, das geht auch nicht. Wie viele Stunden schlafen wir? Hm? Wie viele Stunden sollen wir schlafen? Es ist 8, das haben wir 6 Stunden schlafen, das reicht, dann ist es 5. Ja, machen wir 6 Stunden. Ja, nee, warte mal. Wait. Sagen wir das vor. Steigen wir hier aus. Tun wir wieder zu. Wunderbar. Nee, dann ist 2. Ja, ob das dann so vorteilhaft ist, wenn wir um 2 aufstehen und es ist noch stockduste, ich weiß es nicht. Da habe ich mal geschwungen, ein bisschen lang bis die unten ist, aber gut. Ja, wait, wir haben jetzt 20 Uhr, sagen wir jetzt mal. Wir haben 20 Uhr. Ja, dann schlaf mal 9 Stunden, dann ist 4 Stunden, dann ist Ding. Und dann nochmal. Also, wir müssen eigentlich. Wenn wir sagen, wir stehen so pünktlich 7 auf. Dann brauchen wir 7, dann brauchen wir 4, dann brauchen wir, ja, so 11 Stunden, wenn wir da pennen. Ja, nee, nicht 11. Ich habe jetzt 9, dann sind wir bei 5 Uhr. Ja, okay, können wir machen. Aber dann ist halt noch stockduster. Nee, normal nicht. Am 5 Uhr, so wird es dann noch nicht hell. Oder es wird langsam hell, aber oh aber nee, ja, so was habe ich gesagt, stockduster. Hinten kommt so ein bisschen die Sonne, aber es ist eigentlich im Prinzip noch Nacht. Ich hau mal die Zeit ein bisschen hoch. Oh, nein, lass es doch, ich find's geil so. Okay, es ist eigentlich komplett in der Nacht, das hat sich nicht gelohnt für uns, aber pennen. Doch! Der Händler hat nichts offen. Doch, doch. Baushop regelt was. So. Es sagt Regen an. Wie sieht's mit unseren Feldern aus? Wir starten mal wieder komplett verplant rein, wenn wir erstmal Radio anmachen. So. Wir laufen mal da rüber. Ich rein. Hab die ganze Zeit kein Radio an. Oh nein, das geht ja nicht. Oh scheiße. Was machst du? Ich hol jetzt Kühe. Ja, wo ist denn der Deutz? Den nehme ich gerade. Den brauche ich jetzt nicht, ich muss spritzen. Ach so, wir haben vielleicht den gerade vergessen. 50.000. Ja, aber genau, das haben wir noch gar nicht gesagt, wir wollen nämlich Kühe kaufen. Und ja, dann nehme ich Fett Money. Oh, wir haben 70. Wo steht denn der? Der hängt vor der Ballenpresse. Mhm. Nee, den hänge ich jetzt in der Tab, ich nehme dann Steuer. Okay, ich mache noch nicht kaputt, versprochen. Ja, hallo, Türe, wollen Sie vielleicht zugehen? Egal, das war das Thema. Wer hat denn hier einen guten Deutsch Alter dann gelassen? Das geht auch nicht. Ich so. Oh, da ist adaptive Lenkung drin. Und hier ist. Oh Gott, hier ist automatische Gangschaltung drin. Aber bloß das hintere. Bloß die Laststufen sind bei dem automatisch. Der Rest ist händisch. Okay. Du musst Steuerung C ganz hinten und dann. Bei Anzeige. Okay. Hier müsste mal was da drin stehen, unsere Spritze. Ach ja, warte mal, ich muss noch ganz kurz den Viech wegmieten. Mieten, ja. Ja, da steht so unsere gute Amazone. Das Ding, das was ich jetzt. Kann man bei Agravis auch Spritzmittel kaufen oder muss ich jetzt auch zum Händler? Ich weiß es nicht. Ich gehe da gleich vorher lieber mal gucken.
Also, fuck. Ich glaube, mit der Schaufel kannst du das nicht spritzen geben. Ja, doch. So, wenn man so in der Schaufel 30 Liter drin hat, werden wahrscheinlich so 2 Liter in den Tank reingehen und das passt schon. So. Wir gucken ganz kurz da hoch. Erstmal, ob er vielleicht schon offen hat. Oh, hat schon offen. Ah, ne, wir haben, glaube ich, da offen gelassen. Das war der harte Bremsung. Eieiei. So, Diesel? Nee. Ah, hier steht ein Tank. Nee, das ist, glaube ich, nicht dafür da. Weil ich jetzt hier umsonst war. Das war eine sehr harte Bremsung. Hier? Nee, das ist nicht, was wir suchen. Das sieht mir eher nach Kartoffel oder Zuckerrübe aus. Das ist so war nicht. Was haben wir hier drin? Ah, hier ist was. Was ist denn jetzt das gleich wieder? Das ist, glaube ich, Dünger und das ist Spritzmittel, ne? Also ich muss hier hoch, um das zu holen. Hat auch hier Pflanzenschutz? Ja genau, Pflanzenschutz ist die Sieg. Ah ja, okay, dann weiß ich, wo ich hin muss. Kann ich ein blödes Tor machen? Wie soll ich denn hier reinkommen? Komm mal ganz kurz zur Agravis hoch. Was ist passiert? Suchen. Hier hinten bin ich. Und zwar kannst du hier die Tore aufmachen. Nee, warum? Nee, okay, weil da drin ist Spritzmittel und so weiter, was ich eigentlich bräuchte, aber ich komme da nicht rein. Fahr mal mit dem Diesel rein, vielleicht gehen die automatisch auf. Wobei, hier geht ein Rohr nach außen. Wait, what? Hier, guck mal hier. Geht ein Rohr raus. Das muss, heißt, ich muss da noch drunter fahren. Okay. Hier drüben geht auch eins raus. Ja. Okay, dann weiß ich's. Wie ich machen muss. Wo stehst du denn mit Deutsch? Ich bin noch nicht hochgefahren. Ich habe bloß erstmal geguckt, ob es da überhaupt, bevor ich hochfahre, sonst überhaupt was gibt, was ich brauche. Und dann kann ich da hochfahren. Aber ich brauche auf jeden Fall ein Gewicht. Wir haben noch selten unten und Schlepper drei rumstehen, oder? Oder irgendwas was. Wo muss denn ich jetzt eigentlich hin? Zum Viehhändler wahrscheinlich. Ja, da steht noch was. Ja doch, das wird schon gehen. Hier, oder? Ja. Hühnerstall, ne? Ich kann dir nicht sagen, wo der ist, ich habe noch nicht nachgeguckt. Viehhändler, der ist am Poppets der Welt. Wenn er Deutsch muss sagen, geht gut, oder? Wo ist denn der? Viehhändler? Der ist am Poppets der Alter. Oh. Alter. Es ist so ähnlich wie Agravis, nur dass es noch weiter vom Zweck ist. Wobei, Luftlinie könnte so. Ja, wobei das ist ein bisschen mehr als wieder. Das kriegst du schon hin, du hast einen Steuer, der läuft 54 oder so. Da passt hätte ich mir doch leicht einen LKW gemietet. So. Hier vorne zu mir zieht's. Oh ne, nicht mehr weiter auf. Also. Was ist das hier? Ah, das ist eine Hälfte, gut. Dann müssen wir das jetzt. Ah. Da kann ich mit dem Viehwagen fahren. Steht nichts dran, also 40 normalerweise. Oh, das ist aber ein Trabersprung. Ja, nur. Ich weiß ja nicht, wie ich da hinkommen sollte. Ich fahr jetzt einfach immer auf Glück. Gänge, ungefähr 44 Gänge, Gruppen oder. 4. So. Kann mal raus. Da wo du gerade raus bist, fahr ich jetzt rein. Scheiße, ich. Einfach verpasst. Oh. Also hätte ich das eigentlich kaum empfehlen können, weil ich bin da gerade rausgefahren, ne? Ja. Du warst zu weit weg schon. Hm. Er wollte mich abpassen, ich hab's schon gesehen.
Ich fahre dann einfach eine Ausfahrt weiter raus. Später raus. Bist du hinter mir? Ja, bist du. Ich habe nämlich da so ein Aufblendlicht gesehen. Da nur so, da kann was nicht stimmen. In Kreisverkehr rein blickbar verändert, ne? Ja, ich weiß, ich habe ein bisschen zu früh geblinkt, aber beim Rausfahren. Also es war mal so, also, aber jetzt vom, also jetzt wirst du das seit ein paar Jahren, ist glaube ich so, dass man beim Kreisverkehr einfach nicht mehr blinken soll. Hm. Ich glaube ein bisschen geruckelt, was gesprochen hat. Was wächst denn hier drüben? Sieht auf den Augen auch ein bisschen wie Spargel, aber Spargel wird es wahrscheinlich nicht sein. Hm. Nur beim Zurückfahren gucken. Das ist auf jeden Fall Luzern, das weiß ich. Das kann. Uiuiui. Das kann ich noch. So. Da hier mit mir drin. Oh, Scheiße. Hm. Ich bin aber so falsch gefahren, aber dass ich gar nicht mehr falsch fahren kann. Ich bin ja genau fast am anderen Ende, ne? Weiß nicht, ob das so gut ist. So. Ja, hier sieht's gut aus. Müssen wir jetzt eigentlich dann nur R drücken können? Oder ich hätte gerade fahren. Wo ist unser Loch? Da ist unser Loch. Ja, oh, es wird aufgefüllt. Pflanzenschutzmittel. 1600. Ich weiß jetzt nicht, ob das billiger gewesen wäre, bei als Palette zu kaufen, aber das tut sich ja wahrscheinlich nicht mehr viel. An so einer Palette sind 2000 Liter drin. Normalerweise. Oder was das Palette ist, eigentlich so ein Kanister. Was auch, ja. Alter, wo geht das denn hier rein? Das Bach, Alter! Der Weg dahin ist echt nicht so, also er liegt nicht an der Hauptstraße, sagen wir so. Er ist geteert, sagen wir es mal so. Oh, ist geteert, okay. Oh, nö! Das Ding ist verloren. Oder wie das Gewicht? Was ist denn? Nee. Du kannst jetzt auf der Gerade sehen. Ach, Elefanten. Ja, ich sehe es, dass da irgend so ein gelber Punkt hinter dir ist. Ich hab den einfach abgekuppelt. Ja, aber ich war mir nicht sicher, ob es der Anhänger war oder du hast Schlepperdreieck abgekuppelt und bist aus dem drüber gefahren. Nee, war der Anhänger, weil ich mich wo, an der Wade kratzen wollte, bin hochgegangen und bin dann mit dem Finger auf den Knopf gekommen und dann habe ich ja. Mit 3,54 unterwegs, kuppeln Hänger ab, perfekt. Ey, warte mal, wir machen die Leute hier. Drüben geht halt der Bach entlang, mit haben wir ja auch schon verschneit, oder? Eieiei. Oh Gott. Ich glaub, da müssen wir mal dicke Schlücke in das Bull nehmen, nicht, dass du mir hier wegpensch. Warte, ich nehm dicke Schlücke. Ja, Prost. Prost. Lecker. Oh nö, ist schon wieder passiert. Was denn? Er ist schon wieder in die Nase gespritzt. Beziehungsweise geschwappt. Wenn man dann zu schnell hoch. Bist du schon wieder hinter mir? Nee. Oder ist ein Auto. Ja, wenn man zu schnell hoch macht und dann wieder runter, dann schwappt das so und dann. Ja. Der Kollege klebt ja auch ein bisschen am Arsch wieder. Also eigentlich kann der Licht gar nicht ins Durchstrahlen, weil ich da hinten die Spritze dran hab. Was für Kühe nehmen wir denn? Da sind wir noch hinter mir. Ja, die normalen Haus, schwarz-weiß. Normale Milchkuh. Fleckvieh oder Braunvieh? Fleckvieh. Fleckvieh. Ja. Würde ich schon sagen. Wir sind halt auf jeden Fall gute Milchkühe. 15.000 neue Tiere. Pure Milchkühe. Ja. Als hier und da mal im Braten eignen sie sich auch, was? So.
Dann sind wir schon gleich wieder an unseren Feldern da und wir können endlich zu spritzen beginnen. Oh, ich freue mich. Das ist glaube ich das erste Mal, dass ich den Deutz so richtig fahre. Ja, ja kann ich. Vorher bin ich dir glaube ich noch nie gefahren gewesen. Doch einmal. Echt? Vom Händlerheim. Nee, da bist du oder? Gefahren. Nee, da bin ich gefahren. Da bist du gefahren, weil du hast gleich ja. die Bodenproben-Messdinge-Gerät hinten dran gehabt. Ah, stimmt. So, dann gucken wir mal nach hier, klappen wir mal auf. Es laggt, das ist kein gutes Zeichen. Ne, muss nicht mehr sein, ne. So. Da können wir jetzt eigentlich da mal ein bisschen an der Stadt anfahren. So. Oh, ne, das ist mal komplett falsch, ja. Aber hallo, so, jetzt können wir hier endlich mal langballern. Ne, ne, aber jetzt war das stimmt. Strecke. Was hat denn das, die Spitze für eine Arbeits... Hallo? Arbeitsbreite. Wie sind die überhaupt? Ah, da. 15 Meter, okay. Das ist jetzt. Aber bei doch, es könnte hinkommen. Ja, da steht nur 25. 15, zack. Ah, ja, das sieht schon eher so aus. Wenn wir das gerne noch ein bisschen noch drüber versetzen. So. Und dann können wir da eigentlich loslegen. Schnell können wir eigentlich fahren. Okay, das Maximum, okay. Ja, GPS läuft, wunderbar. Da müssen wir jetzt echt ein bisschen ranhalten, das ist die vorletzte, ne, zweite Wachstumsstufe, glaube ich. Aber ist trotzdem nicht, oh, ist ein bisschen, spritze ich ein bisschen mit dem Bein. Ja. Mir ist nicht ganz so gut, wenn das Zeug reif wird und ich hier noch am Spritzen bin. Weil er schützt ein paar in der Lücke rein, obwohl ich Pflegebereifung drauf habe und... Wir haben noch Ernte Einbußen wegen Unkraut. Das heißt hurtig, dann passiert nichts. Hoffentlich. Bist du schon am Rückweg? Bin schon wieder daheim. Ah, bist du wieder daheim. Und sind sie gut wohlbekommen daheim angekommen, unsere Kühe? Ja, aber um die Kurve komme ich nicht rum, ich fahre jetzt durch den Stall durch. Ja. Und sehen Sie schon gleich mal Ihre neue zukünftige Bestallung. Sag mal das so, oder? Jetzt habe ich ein Problem. Ja, kommst vorne nicht mehr raus. Oder was ist das Problem? Ist es schwerwiegendes oder eher nicht so? Ich glaube, es ist eher ein schwerwiegendes, weil er nichts mehr sagt. Ich bin falsch dran gestanden. Hm? Ja, ich war parallel zum Ding. Zum Zaun halt und dann bin ich nicht reingekommen rückwärts. Also. Gerade nochmal umdrehen müssen. Ja, dann geht's ja noch. Dann ist schon. Oh, ich bin über Gülleschlauch gefahren. Oh oh. Ja, okay, wir haben bis dato noch keine Gülle, das heißt, der kann noch erneuert werden. Die ersten 6 Mumus sind auf der Weide. Yay. Ich will jetzt bloß wissen, wie ich um diese blöde Kurve bei uns an der Hofeinfahrt drüber kommen soll. Hofeinfahrt, Kurve? Ja, da um den Kuhstall drumherum. Ach so. Kannst du nicht gerade rausfahren irgendwie? Boah, Alter, minimal. Oh Gott, ins Feld rein. Was? Okay. Ich bin minimal ins Feld von uns. Das geht und ja, okay, es ist uns, also da geht's ja noch. So, wunderbar. Aber ich habe das halt mal komplett verabsäumt, das Unkraut, ne? Also. Ich hab
Da ich nie mehr dran gedacht, aber wir haben es noch rechtzeitig gemerkt. Bevor das Ganze hier reif wurde. Aber es ist da, es sind da so ein paar Plätze stehen geblieben, auch Müll. Du bist immer und siehst hier. Oh nein, jetzt sind auch schon Flecken drauf. Oh nö, der gute Sitz. So. Da geht's rein. Oh Gott. Jetzt ist natürlich nicht. Wer hätte es auch gedacht? Ei, ei, ei. So, GPS hier, so. Hallo? Ich habe vielleicht minimale Probleme mit den Einfahrten. Sind die so eng gehalten? Die sind so versteckt. Nee, eng gehalten nicht, aber die sind so versteckt. Okay. Ich bin gerade schon wieder fast im Bach nicht. Oh no. Das kann doch nicht sehen. Die Betonung ist auf fast. Okay. Ich habe mir vor der Reifen drin. Ja, okay, dann sind wir mit der Reifen wieder sauber. Der ist so oder so, aber ich bleib mal auf der Straße fahren. Das ist Vollgas. Ja, aus ist es dort Ficht am Kling. Dann bin ich hier noch nicht dick. Och nö, das ist nee, du bist bei 54. Also bist nicht weit entfernt, sagen wir so. Oh. Ja, ich glaube das glaub das Spritzmittel reicht für beide Felder. Wir haben ein bisschen Glück. Was ich oft nicht habe. So. Ja, wir sehen das Ganze jetzt hier von oben aus. Und das macht ja hier gar nichts, ne? Ja, der Ertrag ist halt immer echt scheiße. Kann man ja nur sagen, liegt das halt immer teilweise auch am Boden? Hier kann man auch Gülle kaufen, Flo. Echt jetzt? Jo. Was hat man da Gülle? Ja, okay, man kann gleich vieles da kaufen. So, ich Viecher und Gülle. Durch. Achso, beim Viehhändler? Ja. Ja, okay, ist irgendwo realistisch, ne? Ja. Ja, mischt oder eine Gülle? Nur Gülle. Okay. Es wird Zeit, dass wir uns ein Güllefass kaufen. Mhm. So, Hausmauer. Hausmauer wahrscheinlich. Silo-Wand, naja, ich glaube, da kommt, der ist ein Gestein oder sowas. Würde ich mal geschätzt sagen, mal für Silo. Daran sieht es jetzt mal nicht aus. Oh. So. Eigentlich können wir, okay, wir fahren hier Vorgewende und dann können wir GPS anmachen. Beziehungsweise aktivieren. Wir sollen gleich auch die Scheiben zumachen beim Spritzen. Wer gesünder, ja? Ja. Mich da vorne vorbei. Ja doch, dürfte sich ausgehen, glaube ich. Ja, dann zieh mal rüber, dann kann ich nämlich genau. Ja, perfekt, geht ein mit einer Bahn mit. Wunderbar. Oh Gott. Eieiei. Endlich hocke ich jetzt nicht auf. Scheiße, ich hocke auf Allrad. Okay, Allrad regelt's.
nicht so optimal, wenn die Hinterreifen in der Luft sind und man vorne mit Frontgewicht irgendwo aufsitzt. Oh Bob. Ging. So. Die nächsten 6 Kühe. Wunderbar. Sind am Hof. Ich glaube, eine Ladung können wir uns noch kaufen, oder? Ne, 2. Dürften sie noch ganz knapp ausgehen. Ich glaube, 18 Kühe reichen für den Anfang, oder nicht? Nee. Sollen wir jetzt 2 nochmal fahren? Ja, ich würde schon sagen, immer eine Ladung und dann. Ja, dann haben wir 18. Dann haben wir 18. Ja. Ja, okay. 6 bekomme ich mit. Wegen 2 jetzt nochmal extra fahren. Nee, das lohnt sich dann nicht. Weiß gar nicht, wie viel haben wir dann noch Geld mit technisch. Dann müssen wir eine Ladung. Eine Ladung kostet 15, oder? Ich glaube schon, haben wir noch 22. Ja, und ein bisschen was auf Zeit mit Mono lassen. Ja, hol ich jetzt auf jeden Fall noch eine Ladung. Dann hol ich noch mal eine Ladung, dann gucken wir nach. Ob wir dann noch eine holen wollen. Oder ob wir es dann vorher spult sein lassen mit einem guten Kühen. Oh ne, ich lass mal stehen. Okay, ein so Streifen, das ist das Wilde. Wenn wir nicht rumkommen, oder? Oh, doch, ganz knapp, aber ging. So. Oh ja, ganz normal fertig geworden. Mit dem Spritzen des Feldes, aber wir sind für heute auch schon wieder fertig, liebe Leute. Jetzt kommt natürlich die Abmoderation, die niemals fehlen darf. Ein Däumchen mehr, ein Träumchen und kostet doch auch keinen Cent und den roten Knopf drauf, falls wir nichts haben. Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst und das war's von mir. Dann sehen wir uns schon bereits zu einer weiteren Folge hier auf der App Store bei Heidi im LS19 zusammen mit Philipp und bis dahin macht es gut, haut rein und ciao. Ciao.